Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Ich freue mich echt, ohne Witz, neues Let's Play, neues Blind-Let's Play, vor allem neues Spiel für mich und das auch noch in dieser wunderschönen Super Nintendo Retro-Grafik. Ich freue mich echt wie Bolle, vor allem weil es mich auch wirklich an die alte Final Fantasy erinnert. Ach ja, das ist Lean Square. Es heißt, das Leid, die Lean-Glock... Bimmle hören, interessante und glückliche Lebehen. Okay, na dann. Ich hab gehört, dass Luca und ihren Vater irgendeine andere verrückte Erfindung gemacht haben. Ich hoffe, dass es genauso kaputt geht wie die andere. Ach Gott, ja, da war irgendwie nicht gerade so wirklich Gefühl für andere Menschen. Das Rennen geht los. Halt die Gürschen, guck zu. Wie freundlich. Was ist denn mit dir, alter Mann? Der sieht ein bisschen aus wie Bismarck. Kaffeebiss vom Melchior, Schwertschmied. Ja, komm, natürlich. Was auch schon Schickes. Uiuiuiuiui. Also, das ist ja schon ziemlich teuer hier, mein Lieber. 350. Ach, du hast aber Preise, mein Lieber. Ich hab doch noch nichts auf dem Arsch, Mann. Scheiße. Jetzt habe ich das Tonic an und verkauft. Fuck. Das wollte ich doch gar nicht. Ich lebe auf dem östlichen Kontinent. Dann kommt doch mal zu Besuch bei mir. Mach ich. Ich hab gehört, dass der Kerl große Ämmer voll... Charms? Was sind Charms? Auf jeden Fall von Weppe, genau. Von Waffe und anderem Krusch noch und andere Seltenheiten bei sich hat. Oje, oje. Wenn es schon so anfängt, dass man Englisch durch und so runter geht. Okay, wir brauchen nochmal was. Ich hab aus Versehen... My Tonic verkauft. Glücklicherweise kriege ich es für den Einkaufspreis auch wieder zurück. Mit dem Mädel habe ich schon gerettet. Wie kann ich dann selber rennen? Das interessiert mich jetzt noch, wie ich flitzen kann. Aber anscheinend geht es noch nicht. Das Königreich hat so einiges durchgemacht, wie der kriegige Magus vor 400 Jahren. Ach, dank der Göttin sind die Zeiten so friedvoll jetzt. Thank God, ness, nicht Goddess. Den Göttern sei Dank. Entschuldigung. Okay, was ist denn mit dir, du Spanner? Götterlang, du bist sicher die Beste. Du bist sicher der Best. Oder du bist hier die sicherste Welt auf dem Platz. Es wurde erneuert. Das ist es. Zelt des Horrors. Wenn 3 Silberpunkte hier investierst, schon darfst 3. Aber bloß still gegenüber den Eltern. Okay, ja, machen wir doch. Oh, hi. Willkommen zu Norsteins Becklers Labor. Die Spine ist, glaube ich, Wirbelsäule. Die Wirbelsäule, setze wirbelnde Show, fängt gleich an. Ja, du kannst auch gerne mal Silberpunkte haben, die ich beim Schlag des Lukas... Wie viel bin ich dann bezahlen? Ach du Scheiße. Nö, komm. Das machen wir nicht. Da müsste ich noch ein bisschen mehr auf der Lukas drauf dreschen. So. 3 habe ich auf meiner Karte. Habe ich nicht voll in die Paraderei gerannt? Okay, noch einmal. Eins. Und. Zwei. Und. Komm schon. Ach, Mist. Noch einmal. Jetzt hat mich's Glück verlassen. Ah, nee, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Nee, noch einmal. Einmal, letztes Mal noch. Nee. Das wird so nichts mehr. Hallo, Ketzel. Das Ketzel rennt auch noch hinterher. Na gut, dann suchen wir doch mal noch unsere Freundin hier, noch Luca. Was ist denn die Sache hier? Wenn wir schon so ein kriegiges so ein Hexer vor Jahren gebunden haben, was ist denn da 30 Jahre? Ach, halt die Schnies. Huch, was kommt dann da gerannt? Hoppla. Und noch volle Wummerei geflitzt. Hey! Aua, das hat Wege da. Es tut mir leid. Bist du in Ordnung? Oh, oh, mein Halskette. Ja, da drüben ist er doch. Da. Bitte. So. Oh, hat sich total verschrocken. Oh, Gott sei Dank, mein Halskett. Das hat sehr viel sentimentale Wert für mich. Darf ich es zurückhaben? Ja, komm, wir sind ja freundlich.
Ich bin hergekommen, um das Festival anzugucken. Du lebst in dem Dorf, oder? Ich fühle mich hier ein bisschen fehl am Ort. Dürfte ich vielleicht mit dir gehen für ein Weilchen? Ja, komm, geh mit. Yay, du bist ein richtiger Gentleman. Okay. So nebenbei, mein Name ist, Musst du noch überlegen? Maler. Alles klar, dann kommen wir mit, Marley. Marley, und deiner? Krono? Was ein netter, was ein schöner Name. Mich bin erfreut, dich zu treffen. Und jetzt führ mich durch. Okay, ich wollte gerade sagen, schlüpft die auch in mich? Ah ne, die geht einfach normal hinter mir her. Du hast 5 Silberpunkte. Magst 10 Silberpunkte für 50 Gold eintauschen? Ne, das sind meine. Die gebe ich nicht so leicht her. So, jetzt gehen wir mit Marley ein bisschen auf den Markt und gucken uns so ein bisschen um. Geht Zeit zu retten. Ich sitze nur hier für mein Lunch, ne? Schmeckt noch Hähnchen. Hihi, du bist so ein Schwein, Krono. Oh na. Wie freundlich, dass ich dich dann rumführe, ne? Hallo, Kätzel. Goldig. Ich mag die Geräusche. Was ist da mit dir? Da gehen wir da hier, wenn du Lukas Roboter Kampftrainer sehen magst. Und sammel Silberpunkte, wenn gewinne wird. Okay, machen wir doch mal. Uiuiui, was bist denn du für einer? Die nennen mich Gatto. Ich hab Metall-Joints, oh Gott, verklopp mich und verdien 50 Silberpunkte. Okay, dann auf die Schnitz, oder? Dann kämpfen wir nochmal. Druff und druff. 19 ab. Okay, das sieht ganz gut aus. Autsch. Ah, da kriege ich aber richtig was auf die Glock. Oh, die schießt mit der Armbrust. Autsch. Dreht sich zu ihr um und kippt mir auf die Schnut. Technik, Hammer Kenny. Dann alles drauf. Okay, jetzt kriegt sie auf die Schnut, Schlabber. Ui, das war ein schöner Crit. 10 Erfahrungspunkte Hammer kriegt. Er macht hier die Bäckerfaust und sie macht einen großen Yay-Sprung. So, na, wie sieht's aus, du Sing-Roboter? Ich hab verloren und du gewonnen. Hier 15 Punkte, war das nicht ein Spaß? Ne? Warum auch nicht? Hier haben wir nichts. Kann ich dich nochmal verdreschen? So nebenbei. Darf ich dich nochmal verdreschen? Oder wird dann Luca zornig? Anscheinend geht's nur einmal. Ach, nee. Ich mag auch die Musik hier echt gern. Opa, lass mich durch, Opa. Gerade mal gucken, wie es hier aussieht. Oh, ich habe wirklich immer noch geschwächte Werte. Wir sollten uns hier das Hinkel nochmal reinzerren. Boah, geil, schmeckt wie Hinkel. Du bist immer noch ein Ferkel, Krono. Ja, ich weiß es doch. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir wieder aufgepowert. Und sie hat anscheinend die Hühnerbeinreste gekriegt, weil sie ist auch wieder aufgepowert. So, was haben wir denn hier noch? Oh, ich 20 Silberpunkte. Nee, komm, lass mal. Das finde ich echt geil, die Musik hier mit dem. Ach ja, erinnere mich immer so ein bisschen an die ERV. Doodle doodle dee, doodle dee die. Oh, wo ist mein Katz? Ah, das ist ein Soda-Glucker-Contest. Jetzt drück doch mal den A-Knopf und zeig, was kannst. Das wäre ich auch nie im richtigen Leben gefroren. Drück doch mal den A-Knopf, ne? Auf die Beds, fertig, los. Alter, okay. Moment, pischel dir das Zeichen mal rein. Oh, Moment. Nur 0 bist das alles, was kannst? Ja, sei still, Marley. Okay, noch einmal, der A-Knopf. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was hier auf dem Emulator der A-Knopf ist, um ehrlich zu sein. Ja, du bist schrecklich wettbewerbsfähig, ne, Krono? Ja. Sei still, vielleicht soll ich dich doch irgendwo hier schütten. Huch, was ist denn hier für eine Höhle, Menschen-Disco? Ein prähistorischer Tanz. Wie toll. Wenn du B-Knopf gedrückt hast und hier und dort rumgekloppt gekloppt hast, dann... Ein Pupt? Okay, habe ich mich eingeschissen, was? Aber der hat sie irgendwas juvenatet, was ich nicht übersetzen kann.
Boah, der Rhythmus, der fängt den richtig ein. Fängt ihm richtig ein. Drück mal X, Y, L und R Knopf zum Tanzen. Hoch. X. X. Y. L und R, was? Oh je. Ich will nur wieder raus irgendwie aus dem Ganzen. Hallo? Ich mag hier wieder raus aus diesem Tanzbildschirm. Hör auf zu lachen. Hallo? Ich will es wieder beenden. X, Y und R, so, hallo, ich mag hier wieder raus. Oh je. Jetzt, ich glaube, jetzt werden sie die ganze Zeit nur am Tanzen sein. Und? Ah, jetzt hätten sie es endlich aufgegeben. Alter Falter. Und wie sieht's mit dir aus, Mädel? Ja, die, ja. Ich hab ein bisschen Geld für die ältere Ausgeber. Okay. Jurassische Rhythmen, prähistorische Rhythmen. Okay, die machen alle nur Jurassic Rhythm, alles klar. Prähistorische Rhythmen. Oh je. So, weiter geht's hier. Und? Und wie sieht's dann bei dir aus? Ich hasse ja Märkte. Kennst du schon die letzte? Gossip weiß ich jetzt auch nicht, aber nö, kenn ich nicht. Jetzt nur so unter uns, ich hab gehört, dass der König... über der Tomboy? Keine Ahnung, von einer Tochter Oktober geschollt, weil das, keine Ahnung, nur einmal. Ich würde gerne sehen, wie wild das Wir hier ist. Okay, keine Ahnung, was er jetzt gebabbelt hat, aber passt schon. Die sind immer noch da am Rummacher. Warum schon nicht mal wieder später? Und du? Die bauen immer noch auf, alle hopp. Können wir hier die Glocke eventuell noch verwenden? Können wir nicht. Na gut, dann gehen wir halt mit unserer Mali im Gepäck nochmal runter. Und schauen mal, was es hier noch Schönes gibt. Wir könnten auch zusammen ins Horrorzelt reingehen. Jetzt habe ich ja genug Silberpunkte. So. Du Horrorclown. Okay. Gehen wir nochmal durch rein. Und ich würde gern 10er verwenden. So, was kommt dann da jetzt? 3 Ritter. Ich bin Wix. Ich bin Wedge. Interessant, weil bei Final Fantasy gibt es immer einen Bix und einen Wedge. Und ich bin der Pete. Okay. Und jetzt? Oh scheiße, ich hätte sie rausfinden sollen. Egal, ich weiß es nicht mehr. Ah, tatsächlich, hat sogar gestimmt. Ist das so offensichtlich? Es ist Poiso Bob. Ich pack das mal in den Raum rein. Alle hopp. Schön. Okay, und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Gucken wir bei dem nochmal rein. Können uns immer noch nichts leisten. Goldmünze haben wir immer noch nicht. Eventuell, wenn wir später hier... Ah. Könntest du das junge Mädel überreden, ihr Halsband zu verkaufen? Nee, komm, das ist ihr doch wichtig. Das ist ihr doch wichtig, das Zeug. Ich weiß jetzt nicht, was ich da machen soll noch. Aber die Halskette, die wird sie nicht verkaufen. Ich meine, das hat ja sentimentale Wert für sie, hat sie ja gesagt. Okay, ich probiere es jetzt nochmal gegen diesen... Obwohl, nee, komm. Brauchen wir ja eigentlich nicht. Ich weiß dann nicht, was ich jetzt noch zu machen habe hier. Weil ich will eigentlich dort hier, wo die hier Wache stehen. Und da haben wir alles schon gemacht. Höchstens mit den Leuten hier, die am Rumpflitze sind, noch verzählt. Aber das geht ja nicht. Da sind sie ja wieder, die... Alter, der ist ja richtig eklig. Der sieht ein bisschen aus, noch Ginyu-Sonderkommando. Okay. Ja, der sagt auch nichts Neues mehr. So, dann... Ich weiß nicht, schleppen wir die jetzt ab hier in unser Heim, oder? Komm, wir schleppen sie mal ab und bringen sie unbemerkt von der Mutter hier hoch wieder. Ah, da ist auch wirklich die Bob. Sehr schön.
Ja, das ist doch romantische Musik, so, jetzt kriegen wir die doch bestimmt rum, oder? Nee, komm. Gesnoost wird jetzt nicht. Hallo, Ketzel. Hihi, wie sie es erfreht. Okay, bringen wir so... Moment, hier war noch irgendwas? Truce in, da waren wir auch noch nicht drin. Oder? Doch. Nee, ich mag nicht verzehe. Goldmünze, ihr Penner. Warst schon auf dem Markt? War das nicht ein Ausflug? Ich habe all meine Silberpunkte im Horrorzelt verballert. Komm ruhig rein. Nimm da blutig die Zeit. Oder nimm verdammt nochmal Zeit. Nimm da verdammt nochmal Zeit. Ich bediene lieber, als zu dem Karneval, zu der Messe zu gehen, zu der Kerwe. Ja, natürlich kaufe ich irgendwas. Okay, dann spielen wir einen Song. Hm, schön. Erinnerst du dich ans Erdbeben, was wir gehabt haben? Nö. Nee. Hast du noch Kopf in der Luft, hä? Naja, was soll's, egal. Ach ja. Schön. Okay, dann gehen wir nochmal zu Lukas Haus, weil da kommen wir ja noch nicht durch. Mal mit ihrer Mutter nochmal sprechen. Die war nicht durch, ich glaube, die war over rechts, oder? Genau. Okay, nach wie vor auf dem Markt. Hm. Jetzt ist die Frage, was ich zu machen habe. Nur auf dem Jahrmarkt rumhänge, geht ja wohl auch nicht mehr. Wir könnten jetzt aber hier nochmal irgendwo rumgucken, oder? Ist hier ohne irgendwas Schönes? Ich glaube, wir sind hier vollkommen falsch. Okay, also ich glaube, es sollte nach wie vor einfach nur hier in dem Gebiet sein. Können wir da in den Wald schon noch reingehen? Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, das mache ich irgendwie falsch. Hier ist, so können wir rennen, okay. Ach, wieder was gelernt. Und können wir hier auch speichern? Gerade mal einfach mal so zum Gucken. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Okay, wunderbar. Also auf der Weltkarte können wir tatsächlich. So, jetzt habe ich herausgefunden, wie man rennt. Und man kann auch so rennen, wie man Bock hat. So wie in Terranigma. Entschuldigung, Zwangsneurose. Wie bei Terranigma. Ach, kann man rennen, wie man Bock hat und lustig ist. Soll ich mal gegen die Renne hier, gegen die Typen? Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Ausdauer als die. Ein bisschen hier im Kreis gerannt. Jeden überholt. Und? Kriege ich denn irgendwas Tolles, wenn ich die fertig mache? Offensichtlich. Oh, die reihen sich doch mal auf. Hoch. Naja, euch mache ich alle fertig. Komm. Euch überhole ich doch locker. So. Komm schon. Oh, da geben sie jetzt aber nochmal Gas. Komm schon, komm schon. Dass der vor allem in voller Rüstung hier rennt. Okay. Und? Ja, hallo? Kann man mit euch retten? Hallo? Nö? Nö? Mit euch kann man nicht retten? Na gut, dann auf die Plätze, fertig, los. Gewinnen wir das Ding halt noch einmal. Obwohl ich eigentlich null eingetragen war für die Art von Wettbewerb, aber drauf geschissen, einfach mal mit den Leuten mitgerannt. So. Ah, nee, gewonnen habe ich nicht. Okay, dann warten wir wieder, bis die aufgereizt sind. Und los geht's, oder? So. Und los geht's. Okay. So, ich pack's trotzdem. Puh. Aber ich glaube, das ist irgendwie sinnfrei, was ich hier mache, weil ich hier nicht eingeladen wurde, bei dem Zeug mitzumachen. Aber wir überholen sie jetzt alle noch. Dich kriege ich auch noch. Zack. Ah, das Ketzel war schnellster. Okay. Mit denen kann ich jetzt leider auch nicht retten. Schade. Hm. Und hier? Ja, ich würde aber gerne jetzt nochmal durch Reiki gehen. Jetzt mal ohne Witz. Nee, komm, das will ich ja nicht wissen. Ja, bla bla bla. Halt die Schniss.
Und wie sieht's da aus? Da kommen wir nicht rein, oder? Nee. Was war hier nochmal? Ah ja, genau, da waren hier die Tänzer, genau. Hm. Nee, wechseln will ich auch nicht. Ich bin gerade etwas ratlos, um ehrlich zu sein. Von daher würde ich sagen, ich gehe jetzt nochmal raus hier. Und, ja, hab ja sowieso hier gespeichert. Ich die Zara, wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.